Norisring, Rennen 1. Durchwachsenes Wetter erfordert besondere Maßnahmen. Zwischen Teams und Fahrern glühen die Funkdrähte. Wolfgang, Radio-Check. Die Strecke wird komplett trocken sein. Die einzige Kurve, die noch nass ist, ist Turn 1 und die wird abtrocknen. Der Rest der Strecke ist trocken. Ganz vorne steht Michael Ammermüller bei seiner ersten Pole Position im Carrera Cup. Also wenn die Reifen warm sind, musste der Grip nicht so schlecht sein. Die gelben Autos haben alle zur Zeit Regenreifen drauf. Neben ihm in Startreihe 1 steht ein gelbes Auto Project One Sven Müller mit seinem besten Trainingsergebnis auf Platz 2. Kommt rein, Räderwechsel! Frage 1, Reifenwahl. Frage 2, wie starten wir? So Position gesucht vom Stehen her, dass wir sie zurückschieben können? Ich hab mir gedacht, dass wir Safety Car Start haben. Also ist Safety Car, ist jetzt fix Safety Car Start? For all drivers and team chefs, we have wet race. We have a start behind Safety Car to balance the brakes and to see what the wet spots are on the track. Wir sehen uns ganz vorne. Einführungsrunde. Aus Teamarbeit wird nun Fahrerjob. Chris, lass langsam angehen. Wir haben die Reifen vernünftig an. Wir haben ein paar Runden mit dem Safety Car. Guck dir genau an, wo die Schwachen stellen, die ganzen Stellen sind. Dann machst du das schon. I'm sure. Fliegend aus der Safety Car Formation heraus wird der Start erfolgen. Du musst darauf achten, wann das Safety Car die Lichter ausmacht. Wenn das Safety Car auf der anderen Seite nach dem Schöller ist, die Lichter ausmacht, dann geht der Start los. Safety Car in this lap. Safety Car in this lap. Mit den Anweisungen von Renndirektor Werner Eichinger geht das Feld am Samstag dann auf den ersten Lauf auf dem Norisring hier in Nürnberg bei diesen durchwachsenen Bedingungen. 36 Autos insgesamt in der Startaufstellung. Mit dem Heranfahren an die erste Kurve, die zum Teil noch feucht ist und die sofort auch Michael Ammermüller ein wenig zum Verhängnis wird. Der rutscht ein bisschen nach außen raus. Aber trotz allem ist Sven Müller auf Rang 2 noch nicht in der Lage vorbeizugehen. Der Rest des Feldes mit viel Disziplin, keinerlei Rempelei. Aber mit dem Manöver des Rennens in der frühen Phase, nämlich mit einem außergewöhnlich guten Bremsmanöver links außen durch Christopher Zöchling und der sich vorbeihangelt an Jeffrey Schmitz, das ist der Teamkollege des führenden Michael Ammermüller, hier nochmal von außen betrachtet auf der teilweise feuchten Fahrbahn, so exzellent platziert der Bremspunkt, dass er nicht ausrutscht, aber gleichzeitig eine Position gut machen kann. Ganz großes Kompliment an den Herrn von Konrad Motorsport, den Ausbund der Konstanz in der laufenden Saison. Und dahinter dann Philipp Eng jetzt gegen Jeffrey Schmidt, der Teamkollege aus dem Project One Team von Sven Müller, dem Zweitplatzierten. Philipp Eng vorgefahren auf die vierte Position. Und was macht der aktuelle Tabellenführer Conor De Filippi? Der mit Attacke auf seinen Teamkollegen Robert Lukas ist ein bisschen spät auf der Bremse und trifft Schimpler im gelben Auto, die Startnummer 33. Und beschädigt sich dabei seinen Porsche, steuert sofort die Box an. Ein punktloser erster Lauf für den Amerikaner nach einer minimal falschen Entscheidung. Bad decision by me, I broke a little bit too late. I was down the inside of Plot. I was hoping you'd give me a little bit of room, but then we made contact, and yeah, obviously our day is finished, so not a good result for the championship, and you know, I feel bad for the team, but we have to regroup and try to do things better tomorrow. Damit ist ein Junior draußen, ein anderer dagegen kämpft um die Führung. Ben, hinter dir alles frei, du kannst dich voll nach vorne konzentrieren, du fährst schneller. Also klare Aufforderung in Richtung Attacke für ihn hier, für Sven Müller und dessen Teamkollege Philipp Eng. Weiter mit den Aktionen gegen Christopher Zöchling. Und da geht es um die letzte, nämlich um die dritte Podiumsplatzierung. An der Spitze vorne Michael Ammermüller, dann Sven Müller, dann Zöchling, dann Philipp Eng. Und Zöchling startet jetzt den Verteidigungsmodus auf dem Norisring. Er wehrt sich mit allem, was er hat, fährt ab der zweiten, dritten Runde bereits Kampflinie, aber mit ungeheuer viel Fairness. Vorbei, ganz dicht im Millimeterabstand an Mauern, an Leitschienen und dann wieder runter über die Vollgasgerade in Richtung der Grundlichtkehre und immer wieder versucht das Philipp Eng rechts, links vorbeizukommen.
an Christopher Zechling, an diesem Ausbund an Konstanz in diesem Jahr, der jedem Meisterschaftslauf bisher Punkte geholt hat und damit im Augenblick sogar auf Titelkurs segelt. Wer segelt hier? Mike Halder in die Mauer, Modell Außenspiegel einklappen der besonders teuren Art. Ein Heckflügel-Endplate fliegt da auch noch weg. Und wegfliegen ist ein gutes Stichwort, denn dann kommt Christopher Zöchling plötzlich in Bedrängnis, rutscht ein bisschen weit nach außen über die Curves in Richtung des Parkplatzes, aber ist trotzdem in der Lage gegenzuhalten gegen Philipp Eng, oder? Der behält die Überhand. Das gelb-schwarze Auto von Project One, oder? Es ist der weiß-blaue von Konrad Motorsport und weiterhin ist Christopher Zöchling an der Spitze. Dieser Gruppe zumindest, also rund um die dritte, vierte, fünfte Position. Und jetzt beginnen bereits die Überrundungsvorgänge auf dieser nur 2,3 Kilometer langen Strecke. Die typische Perspektive einer Helmkamera, diesmal die von Norbert Siegler, der ja neu ist in der Meisterschaft. Und was filmt der? Richtig Probleme bei Zöchlings Teamkollege, bei Christian Engelhardt. Der ist berührt worden, der ist nach außen rausgekickt worden. Was ist geschehen? Beim Überrunden aneinander geraten mit Patrick Eisemann. Und beide fliegen raus. Und Engelhardt hat Riesenglück, dass er dort nicht die Leitplattenspitze am Boxeneingang trifft. Macht sich wieder auf den Weg. Weiter geht's. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Wir haben's gesehen, Christian, wir haben's gesehen. Ist mein Auto okay? Ist der Flügel dran? Flügel ist dran, was ist mit Temperatur? Okay, okay. Welche Position bin ich? Um was kämpfe ich? Du bist momentan P20, P20. Ja, das war ein Manöver, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bin innen beim Überrunden an einem zu Überrundenden vorbeigefahren und bin auf halber Höhe und er zieht rüber und drückt mich fast in die Mauer und will kollidieren und ich fliege ab. Und das beim Überrunden, das ist schon echt unglaublich. Und so sah das Unglaubliche aus der Sicht von Christian Engelhardt aus. Ja, das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Ich habe ihn da einfach übersehen, da hat mir die Übersicht gefehlt. Kann man wahrscheinlich auch als Anfängerfehler abstempeln. Zum Glück ist niemandem was Schlimmeres passiert. Es war ja sehr eng bei mir und bei ihm auch. Und ich kann mich da noch mal entschuldigen bei ihm. Und ja, echt scheiße gelaufen. Es ist erst das vierte Rennwochenende des jungen Mannes und ein paar Runden später bekommt Christian Engelhardt dann noch mal eine ausgeteilt. Sag mal, sind die alle bescheuert? Jetzt fährt mir der voll nochmal in die Karre. Was ist denn hier los? Ruhig bleiben, ist gleich zu Ende. Gleich zu Ende. Tja, das sind nur noch ein paar Minuten. Durchhalteparolen und Motivationshilfe von außen. Drei Runden, fahr das Ding locker nach Hause. Alles Müller oder was? Sven Müller auf Platz 2 und Michael Ammer-Müller auf Platz 1 auf dem Weg zu seinem ersten Porsche-Sieg. Hat nur noch ein paar Meter zurück zu Start und Ziel für Lechner Racing aus Österreich. Und Michael Ammer-Müller ist der Rennsieger und in seinem vierten Carrera-Cup-Wochenende holt Sven Müller mit Rang 2 sein erstes Podium, kriegt Glückwünsche und einen Seitenhieb. Ist schon vorbei, das Rennen oder was? Ja, vorbei, weiter! Geil, Mann! Geil! Also ich weiß, Schwarzkarierte Flagge heißt Ziel, ne? Lehren und lernen bei Sven Müller und Freude bei Michael Ammer-Müller. Vielen Dank, Jungs, super Job. Danke. Eine starke Leistung des Porsche Juniors Sven Müller auf der Strecke und beim anschließenden Zahlenspiel. Ja, das beste Ergebnis. Ich bin echt super zufrieden. Fünfter, Vierter, Dritter, jetzt Zweiter und ich hoffe, die nächste Zahl. Beim zweiten Lauf sind die Bedingungen noch schwieriger als am Samstag. Die Strecke ist durchgehend nass, das komplette Feld steht auf Regenreifen. Ja, die Jungs haben das Auto umgebaut auf Regensetup. Das sollte passen. Die Streckenbedingungen sind komplett anders. Viel Gummi von gestern noch. Sehr rutschig beim Anbremsen und beim Rausbeschleunigen. Ja, muss sich gut drauf einstellen. Eben, aber Sven Müller ist ja so ein bisschen die gelebte Selbstsicherheit. Christian Engelhardt, sein Gegner, nach dem punktlosen Lauf am Samstag steht heute deutlich mehr auf der Liste. Und bei Michael Ammer-Müller, da steht ein möglicher Doppelsieg im Raum für den Lechner-Piloten. Renndistanz oder Rennzeit 35 Minuten, 121.000 Zuschauer und fertig machen aus der Sicht von Christian Engelhardt.
Und los geht's. Ganz, ganz schwierig, die 460 PS auf der feuchten Fahrbahn hier auf den Boden zu bringen. Es gibt keine elektronischen Anfahrhilfen in den Autos. Und es gibt riesige Gischtwände, die dort stehen beim Anbremsen der ersten Kurve. Einer der Lechner Piloten versucht es auf der Innenbahn. Funktioniert aber genau wie am Samstag, auch am heutigen Tag, wieder sehr, sehr viel Disziplin. Dem Feld aber genauso wenig Sicht ist da. Schöller ist aus der Sicht von Robert Rehn, aber der Dreher ist angeschoben worden von Ola Nielsen. Komplette Feld zieht vorbei. Damit nicht das Aus, aber das Versinken in den Ergebnislisten. Für den jungen Mann aus dem Rennstall von GT3 Casco. Der Rest umschifft die Klippe und vorneweg Sven Müller hat sich am Samstag hier die schnellste Rennrunde gegönnt. Seine erste in seiner jungen Karriere. Heute seine erste Pole und hier sein erster Fehler. Im zweiten Rennen, er rutscht weit nach außen raus. Und das ist die Chance für Christian Engelhardt. Achtung hier, bisschen später auf der Bremse, keine Chance des Einlenkens. Engelhardt quittiert das Ganze mit einem Lächeln, zieht vorbei, übernimmt damit die Führung. Eine Runde später, genau das gleiche Thema, gleiche Stelle, gleiche Welle. Erneut rutscht der Porsche Junior nach außen und erneut büßt er ein Plätzchen ein. Und damit ist er nur noch Dritter. Was tut sich hier? Drei Schweizer gibt's im Feld und ein Schweizer allerlei in der ersten Ecke. Die räumen sich doch alle drei allen Ernstes auf einen Schlag aus dem Weg. Daniel Allemann kann weiterfahren, aber Fabian Thuner und Rolf Inarchen, der sechsfache Saisonsieger der B-Wertung, die beiden sind draußen. Ich habe da Turn 1 und den Grundikehre, habe ich außen angebremst und Fabian war innen. Und ich dachte eigentlich, er sieht mich und er zieht im letzten Moment zieht er rechts rüber und fahrt mich rein. Pech gehabt. Wir haben getroffen in Bremsen, Bremspunkte und ja, ich habe da gesehen in Eichhörn, ich habe ein bisschen aufgepasst und trotzdem, wir haben getroffen und gerutscht und Allemann war dort. Es ist nicht Entschuldigung für Allemann, aber wir haben getroffen mit den Eichen, es ist so, und mein Auto ist voll kaputt, Rennen vorbei und ja, nicht gut. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich da beim Anbremsen auch nur um einen einzigen Meter vertut. Beim Auslösen der Bremse ist alles vorbei. Apropos tun, was tut sich hier? Elia Erhardt, der Local Hero aus Nürnberg, im innigen Zweikampf mit John Johnson, dem Kalifornier, in seinem zweiten Jahr bei uns in Deutschland im Porsche Carrera Cup. Antiburi, der Finne, dann Robert Renauer und wieder zurück zur Spitze zu Christian Engelhardt, der jetzt mittendrin steckt in den Überrundungsvorgängen. Die 19. der B-Meister des Jahres 2012, Milbara Zetti, zu früh auf dem Gas, dreht sich aber zum Glück nach innen raus. Dadurch können die Führenden weiterfahren und Christian Engelhardt im ersten Lauf am Samstag, da ist er punktlos gewesen. Pech gehabt. Und heute hat er auch nicht besonders viel Glück, oder? Doch, da funktioniert's noch. Da macht der Überrundete brav Platz. Allerdings beim Rausbeschleunigen ist Michael Ammermüller besser. Und damit übernimmt der Samstagssieger von Lechner Racing die zweite Position. Und nur ein paar hundert Meter später erwischt es Christian Engelhardt noch einmal. Sven Müller geht vorbei, ist damit auf Rang 2 liegend. Christian Engelhardt verliert also auf knapp 300 Metern zwei Positionen. Und es kommt immer dicker, weil der Nächste, der Maß nimmt, das ist Earl Bamber, Team 75, der Neuseeländer. Engelhardt also im ersten Lauf punktlos und im zweiten auch nur mit Minimalausbeute unterwegs. Ja, erst war es unser Rennen und dann war es vorbei. Ja, wir haben einfach taktisch, glaube ich, ein bisschen Fehler gemacht. Ich konnte am Anfang ihre gut wegziehen und dann bin ich immer langsamer geworden. Ich habe davor eigentlich anfangs die Reifen schonen können und dann musste ich voll pushen und die kamen trotzdem ran. Konnten außen und innen vorbeifahren und ich musste in der Situation dann schauen, dass ich einfach möglichst viele Punkte mitnehme. Zu sehr gegambelt mit dem Reifendruck? Kein Kommentar. Wesentlich plauderfreudiger war sein Teamchef, der sagt, jawohl, wir haben uns vertan mit dem Reifenluftdruck. So, und jetzt geht's um die zweite, dritte Position. Sven Müller, der steckte da ein ganz kleines bisschen neben Michel Gatting fest. Und das war sofort die Chance dafür, Earl Bamber, diese Lücke aufzureißen und da reinzustoßen. Und damit Sven Müller auf die dritte Position zurückzuschicken. Christian Engelhardt, seine Tour der Leiden geht weiter. Der Nächste, der kommt, ist Philipp Eng, ist der Teamkollege von Sven Müller. Rausbeschleunigen aus der ersten Ecke, dann diese lange Gerade runter zur Grundigkehre. Und da wird Philipp Eng ganz eindeutig die Oberhand behalten. Jawohl, genau so ist es.
Eng also damit auf der vierten Position. Und Christian Engelhardt noch ein Plätzchen weiter zurückgefallen. Und eins ist klar, wir begrüßen den ersten Doppelsieger der Saison 2014, nämlich mit Michael Ammermüller für Lechner Racing vor Earl Bamber auf 2 und Sven Müller auf der dritten Position. Da sind sie durch. Daniel Allemann holt sich seinen ersten B-Sieg in der laufenden Saison nach deren 6 durch seinen Schweizer Landsmann Ralf Inarchen. Tja, ereignisreich für Michael Ammermüller Lechner Racing mit dem ersten Saisonsieg im Carrera Cup und dann gleich mit dem Punktemaximum von 40 Zählern für den Bayern, für Michael Ammermüller. Ja, mehr geht nicht. Also maximalen Punkte geholt. Okay, für mich war es wichtig, weil die ersten Rennen liefen nicht so gut, haben wir wenig Punkte gemacht, aber jetzt sieht es wieder gut aus, sind wir wieder dabei und ja, jetzt weiß ich, wie es geht und schauen wir mal, ob es weiter, dass wir nächsten Rennen auch so fahren. Tja, Daumen hoch. I like. Es geht vorwärts mit Michael Ammermüller im Carrera Cup, flankiert bei der Siegerehrung von den beiden Porsche Rookies, Earl Bamber und Sven Müller.